Und dann waren wir also in Wien. Mein Vater hat, wie gesagt, seine Dienstwohnung am Ballhausplatz gehabt, hat sein Arbeitszimmer im Arbeitszimmer gewesenen von Metternich gehabt und saß am Schreibtisch von Metternich. Und wir Kinder, wie wir schon waren, wir sind auf allen Vieren da herumgekrochen, am liebsten unter den Schreibtisch, wo so ein Platz für die Füße war zum Durchstrecken. Das haben wir halt schön gefunden, nicht wahr? Und dieser Metternich-Schreibtisch, der ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Mein Vater war Minister des Äußern vom Jahr 1906 bis zum Jahr 1912. Im Jahr 12 ist er an Leukämie gestorben, mit 57 Jahren. Damals konnte man noch nicht viel dagegen machen. Vermutlich hat er sich doch überarbeitet. Außerdem hat er 20 Jahre in Russland als Diplomat gelebt, zuerst als Attaché, dann immer höher hinauf, schließlich war er Botschafter, nicht wahr? Und meine Mutter hat immer gesagt, diese vielen russischen Winter, die haben auch ihr Teil zugetragen. Obwohl sie immer gesagt hat, man hat nirgends so wenig gefroren wie in Russland, weil die dort so darauf eingerichtet sind. Also das nur nebenbei. Sie durften den Vater im Büro Wir besuchen. durften ja, gelegentlich, nicht zu allen Zeiten, aber manches Mal. Und in der Nähe dieses Büros war die Wohnung. Und direkt anschließend war das Schlafzimmer der Eltern, sodass mein Vater direkt, wenn er Schluss gemacht hat im Büro, ist er direkt herübergekommen und nachdem er normalerweise sehr wenig Zeit gehabt hat, die Kinder zu sehen, hat meine Mutter es eingerichtet, dass wir unser Nachtessen bei ihr im Schlafzimmer hatten. Da war ein großer Tisch, da haben wir gegessen und da ist dann der Papa gekommen abends und hat sich noch ein bisschen mit den Kindern unterhalten, damit er sie wenigstens ein bisschen sieht. Und in der Früh ist er auch manches Mal hinaufgekommen ins Kinderzimmer. Aber wie oft er das gemacht hat, das weiß ich nicht. Also das verschwimmt in meinen Erinnerungen. Das bedeutet, die Wohnung war auf zwei Ebenen. Erster Stock und zweiter Stock. Zweiter Stock war aber nur die Kinderzimmer. Der Weihnachtsbaum in dem großen Eckzimmer, mein Gott, vor den Salons, das war das Eckzimmer, wo dann der Dollfuß umgebracht worden ist. Das hat mir einen Eindruck gemacht, dass das Zimmer war und dass der dann auf einem Kanapee dort gelegen und verblutet ist.